Danke fürs Einschalten zu einer neuen Folge über den Einsatzhafen Dortmund-Brakel. Dieses Mal habe ich allerdings was ganz Besonderes für euch. Eigentlich wollte ich diese Aufnahmen gar nicht veröffentlichen, aber dann beim näheren drauf rumdenken habe ich mir gedacht, nein, das muss an die Öffentlichkeit, da ich ein ungutes Gefühl habe bei diesen Aufnahmen. Wir sind also in dem Naturschutzgebiet von dem ehemaligen Einsatzhafen und dort liegen rund 70 Autoreifen bzw. Lkw-Reifen. Ein Teil davon habt ihr gesehen, hier noch ein paar Aufnahmen. Das alles also sind die sogenannten Autoreifen, Lkw-Reifen, die dort rumliegen, die sind älteren Baujahrs. Ich denke nicht Zweiter Weltkrieg, aber ich denke aus der ehemaligen Bundeswehrzeit bzw. Alliiertenzeit, dass diese aus der Zeit der Engländer sind. Das Besondere, wo es mir allerdings darum geht, das kommt gleich die Aufnahme. Hier seht ihr Handyaufnahmen, die ich jemandem geschickt habe, Nummer 1, dann kommt Nummer 2 und dann kommt die Aufnahme, wo es mir darum geht. Ein sehr großes, frisches Loch, gefühlt glaube ich, dass dort die ganzen Reifen rein sollen. Und hier ist die Aufnahme von dem Loch. Kann natürlich sein, dass ich mich täusche, aber ich persönlich habe das Gefühl, dass hier die rund 70 Reifen entsorgt werden sollen in dem Naturschutzgebiet Buschei, Dortmund, Brakel. Wie gesagt, würde mich freuen, wenn ihr diese Aufnahme bei Facebook posten würdet, da ich persönlich kein Facebook habe. Das Ganze ist natürlich nur eine Vermutung, aber ich habe dabei kein gutes Gefühl. Ich sage danke fürs Zuschauen. Nächstes Mal habe ich wieder andere Aufnahmen für euch. Über einen Daumen in nördliche Richtung würde ich mich natürlich freuen und vor allem, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Ich sage danke und tschüss.